Möchten Sie eine Tüte? Nee, das geht so, danke. Okay. Wären es 3,78 Euro, bitte. Dankeschön. Silla Vogt betreibt seit 12 Jahren einen Supermarkt auf Mallorca. Nur wenige Meter von der beliebten Touristenmeile Playa de Palma entfernt, verkauft die 49-Jährige so ziemlich alles, was man im Alltag zum Leben braucht. Seit ich 16 bin, bin ich im Handel. Und in Deutschland haben wir 8 Geschäfte gehabt. Und mein Ex-Mann wollte unbedingt in ein wärmeres Land. Ich wollte am Wasser bleiben, wir haben auf Rügen gelebt. Und daher kam Mallorca in Frage. Vor 22 Jahren haben Silla und ihr Ex-Mann Deutschland verlassen, um auf Mallorca zu leben. Zunächst arbeitet sie für einen lokalen Supermarkt. 2002 trennt sich das Paar. Mit Hilfe einer Baufinanzierung und ihren Ersparnissen eröffnet Silla ihren eigenen Supermarkt. Auf rund 500 Quadratmetern verkauft sie etwa 15.000 verschiedene Produkte. 80% der Waren sind aus Deutschland importiert. Getränke sowie frisches Obst und Gemüse stammen aus Spanien. Unterstützung bekommt Silla von 10 Angestellten, vor allem aber von Tochter Lisa und deren Freund Ivo Kubis. Zusammen führen die drei den Supermarkt. Einen ganz kleinen Moment, bitte bleiben Sie mal dran. Haben wir noch was von den Benjamin-Blümchen-Torten? Ja. Ja? Hast du noch mehr hinten drin, dass Nein. ich da welche reservieren kann? Du kannst ja reservieren, aber ja, musst klar. du von rausnehmen. Wie viele würden Sie denn brauchen? Alles klar, wunderbar, lege ich ihn zur Seite. Dankeschön. Eigentlich hat sie den Laden gehasst. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Aber im Laufe der Zeit hat sie so die Liebe auch dazu entwickelt. Es ist nicht immer Sonnenschein. Es gibt auch Tage, wo wir uns dann nicht einer Meinung sind und auch mal fetzen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das hervorragend. Es ist Fluch und Segen zugleich, ja. Aber es macht dementsprechend auch Spaß, so wie es halt eben auch keinen Spaß machen kann. Obwohl die Vogts perfekt Spanisch können, sprechen sie im Alltag die meiste Zeit Deutsch. Denn 80% ihrer Kunden sind Deutsche. Und die schwören auf die Produkte aus der Heimat. Die Deutschen rennen uns die Bude wegen der Zwiebel mit ein. Das ist mit der bestlaufendste Artikel, wie man sieht, ist das auch mit immer das Erste, was leer ist. Und Leberkäse natürlich auch, gerade Backofen-Leberkäse zum Oktoberfest. Oder Weißwurst. Und im Sommer natürlich die Bratwürstchen. Nur hier gibt es den deutschen Krautsalat, den ich unbedingt brauche, und die deutsche Kräuterbutter. Hier ist es immer frisch und freundliche Bedienung. Wir sind hier froh und dankbar, dass es so ein Geschäft hier gibt. Das Angebot deutscher Delikatessen wissen aber auch die Einheimischen zu schätzen. Me gustan algunos de los productos que ustedes tienen, sobre todo salsas, fiambres, como salamis, tibúes, fleischbúes. Gleich nach ihrem Realschulabschluss hat Silla eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert. Bis heute ihr absoluter Traumberuf. Ich könnte keinen Bürojob machen, wo ich den ganzen Tag still sitzen müsste und nur stur irgendwas Monotones machen. Ich brauche die Abwechslung, die Kommunikation mit den Kunden, die Warenpräsentation. Ich lebe es einfach. 6 Tage die Woche von 10 bis 19 Uhr ist der Supermarkt geöffnet. Silla arbeitet hart, die Umsätze reichen für ein sorgenfreies Leben. Die Abende verbringt sie weit entfernt vom Touristentrubel im Landesinneren. Bei Lluc Major hat sie vor einem Jahr eine Finca mit einem etwa 5000 Quadratmeter großen Grundstück angemietet. Das war ein absoluter Glücksfall und das ist über Freunde. Die sind jetzt für 4 Jahre in Costa Rica und die haben das günstig weitervermietet und wissen, dass es in guten Händen ist. Doch die Anfangszeit war nicht leicht. Die Sehnsucht nach Familie und Freunden in der alten Heimat war groß. Nach mittlerweile 22 Jahren hat sich das geändert. Seit dem Tod ihres Vaters fliegt Silla nur noch selten nach Deutschland. Ich muss eben halt andere Kompromisse schließen. Das beginnt so nach 1, 2 Jahren. Die einen gehen zurück und die anderen bleiben. Weil es muss zwar mehr arbeiten oder vielleicht auch härter oder vielleicht ein bisschen komplizierter, manche Dinge, die nicht ganz so einfach gehen, wie man es gewohnt ist. Aber die Lebensqualität ist unbezahlbar. Ja, hallo, da seid ihr ja schon. Hallihallo! Tochter Lisa, die in der Nähe des Supermarkts wohnt, kommt zu Besuch. Im Schlepptau hat sie Freundin Sina. Die Familie von Sina lebt seit 19 Jahren auf Mallorca. Die Mädels sind unzertrennlich. Wir waren praktisch immer füreinander da. Wenn meine Mama auf Arbeit gewesen ist, wusste sie, ich bin bei ihren Eltern und mit ihr in guten Händen. Und umgekehrt war es genau das gleiche Spiel. Das heißt, es ist schon auch eher so eine geschwisterliche Beziehung statt eine freundschaftliche. Und man merkt es auch bei meiner Mama und Sina selber, dass das auch schon so fast eine Mutter-Tochter-Beziehung ist. Das finde ich dann doch ganz schön.
die Schwester, die ich niemals hatte. Auch Lisas Freund Ivo schaut vorbei. Der gebürtige Berliner lebt seit 5 Jahren auf Mallorca. Alles super. Na, wie war's? Gut, alles super. 17 Uhr läuft's. Eine Bestellung? Bestellung ist fertig. Super, kann ich heute Abend wegstellen? Genau. Sehr schön. Seit 2014 sind Ivo und Lisa zusammen. Kennengelernt haben sie sich im Supermarkt, als Ivo zum Einkaufen da war. Ja, irgendwann kam dann so der Moment, wo er mich zum Bus gebracht hat, wo ich nach Hause fahren wollte und er mir dann noch geschrieben hatte, ich glaube, ich hätte dich jetzt einfach küssen sollen. Es hat sich so ergeben. Vor allem das Schöne war dann, wir haben gedacht, wir sind total gut und das so ein bisschen von meiner Mama zu verheimlichen, weil wir nicht wussten, wie sie halt reagiert. Und als wir ihr das dann endlich gesagt hatten, war es dann nur so die Reaktion von meiner Mama. Ich glaube, das wusste hier schon jeder, bevor ihr das überhaupt gewusst habt. Der nächste Morgen. Der Tag im Supermarkt beginnt mit dem Einräumen angelieferter Tiefkühlprodukte. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Jetzt ist es zum Beispiel im Sommer, wenn die Temperaturen so heiß sind, die Ware so schnell vom LKW in die Kühlhäuser zu kriegen. Das ist so eigentlich das Stressigste. Silla ist inzwischen beim Auspacken der Backwaren angekommen. Neben Wurst ist deutsches Brot der Renner bei ihrer Kundschaft. Hallo Misha. Hi Silla. Brauchst du noch mehr Brötchen? Ja, ich hätte gerne noch 4 belegte. Was möchtest du drauf haben? Kochschinken. Nur Kochschinken oder auch Salami oder so? Nee, Kochschinken reicht heute mal, danke. Ich mache von Anfang an schon immer alles selber. Und lernt die anderen halt dann ein, alles alleine machen kann man nicht. Da braucht man schon die Unterstützung der anderen. Es ist ein sehr arbeitsintensives Geschäft, es macht aber Spaß. Micha, mit Liebe gemacht, deine Brötchen. Danke, vielen Dank. Bitte schön. Die Abende verbringt Silla am liebsten mit ihrer Tochter und ihrem zukünftigen Schwiegersohn. Beim heutigen Strandspaziergang dabei ihre Hunde Mina und Sammy. Das tut gut nach dem langen Tag. Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Ja. Es können zwar ein paar Leute weniger sein am Strand, aber... Hier geht's, ja. Ja, hier geht's, es geht, ja. So. Also, das war doch wieder ein gelungener Tag. Auf den Cheers. Feierabend. Auf den Feierabend, ciao. Schönes kaltes Bier jetzt am Strand. Ja, was gibt's Schöneres? Gut. Ich genieße die Abende sehr und richte mir das schon jeden Abend ein. Das braucht man einfach. Es ist schon ein kleines Paradies, es ist schon schön. Wir wissen das echt zu schätzen, auch wenn man es manchmal aus den Augen verliert, aber wir wissen es doch sehr zu schätzen. Silla Vogt hat sich ihren Traum von einem eigenen Supermarkt erfüllt und ist auf Mallorca angekommen. Auch Lisa und Ivo fühlen sich auf der Insel wohl. Irgendwann wieder nach Deutschland zurückzukehren, kann sich keiner von ihnen vorstellen.